So, Darkcraft EU, will mit mir sprechen? Ich finde dein Profil gut, 20 Hallo? NPS. Hallo, Darkcraft! Oh, ich bin gerade nicht durchgekommen! Oh! Hallo? Na, alles klar? Ja. Ja? Stell dich vor, wie heißt du, wie alt bist du, woher kommst du und so weiter. Wie lange kennst du meine Videos und so weiter? Warte, ich muss Spoiler-Tag wegmachen. Und los! Also, ich heiße Tim, ich bin 12 Jahre alt und ich kenne deine, ich wohne in Berlin und ich kenne dein Video seit gestern. Mein Kumpel hat dich empfohlen. Seit gestern? Ja, was? Nice. Mein Kumpel hat dich halt, du weißt schon, empfohlen und hat halt gesagt, du machst halt Wrestling-Videos und ich gucke auch manchmal Wrestling. Deswegen habe ich schon gedacht, sehr interessant. Und ja, jetzt bin ich hier. Ja, was liegt, ja? Genau, meine Frage ist, sorry für reinquatschen. Also, wie findest du die WWE? Ist sie besser oder schlechter geworden? Im Gegensatz zu wann? Ja, also ist sie von früher, also so von, keine Ahnung, ja, von ganz früher oder von heute? Was heißt denn ganz früher? Kein Plan, so, keine Ahnung. Sagen ja. Ja, keine Ahnung. Zu welcher Zeit? Zu welcher Zeit die war zu Hulk Hogan Zeit oder zu Steve Austin Zeit oder was? Zu WrestleMania 1. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Los geht's! Wie findest du die Wrestler? Welche? Zum Beispiel Triple H, oder ja, Triple H, John Cena. Also, wen findest du zum Beispiel besser, John Cena oder Triple H? Oh, das ist aber eine Frage. Das ist genauso wie das eben. Bei Wrestling kann ich auch nicht wirklich eine Meinung bilden. Ich meine, ich mag beide nicht besonders. Ich mag beide gleich wenig. Okay. Und wer ist dein Lieblingswrestler? Genauso. Ich habe keinen richtigen Lieblingswrestler. Ich habe halt viele Lieblingswrestler. Oder ich mag halt, habe halt Wrestler, die ich besonders mag. Das sind meistens okay. Die Leute, die gut im Ring sind, so. Halt so Leute wie CM Punk oder Brian oder Sami Zayn oder so. Okay. Und bist du das auf deinem Profilbild? Bei Skype? Ja. Da guckst du gerade den Stream nicht oder was? Nein, das geht bei mir leider irgendwie nicht. Ja, ich bin das auf meinem Bild. Oh, jetzt ruft Martin mich an. Siehst du das? Also siehst du das? Sieht man dich da bei dem Stream? Also ja, da ist meine Webcam. Alle hören dich gerade. Mann. Wusstest du das nicht, oder was? Doch schon, aber ich will auch den Livestream gucken. Die Wiederholung ist ab übermorgen auf YouTube vorhanden. Tim ist noch da? Also weg. Tim? Tim? Ja. Die Wiederholung ist morgen, übermorgen auf YouTube vorhanden, falls ihr das besser zusagt. Das ist cool. Ich bin auf YouTube. Okay, hey. Okay, bin ich eigentlich immer, aber egal. Ist klar. Cool, hast du auch was zu sagen, weil der Martin, der macht gerade Sturmklingeln bei mir. Okay, Mama, Papa, ich liebe euch. Hallo, Martensi, besucht, nein, okay, das sag ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, Mama, ich liebe dich und Papa. Mach Werbung. Ja, die ganzen 23 Leute, die hier zuschauen, die werden das bestimmt toll finden, was du gerade gesagt hast. Okay, auf jeden Fall. GameZock 81. Der ist cool, ne? Ja, genau. Und ich grüße dich auch. Und TV Joker 265, ich grüße dich auch. Das ist der Morris. Alles klar. Gut. Auf jeden Fall, ich liebe euch alle. Hey. Alles klar. Yay. Alles klar. Hoffentlich bleibst du meinen Videos treu. Wir hören uns. Alles klar? Auf jeden Fall. Gut, haust du den Tim. Okay, ciao. Der Tim, ey. So, Martin. Martin! Martin! Guten Tag! Na? Der war ja geil, eben. Der war cool, ne? Na? Krass, ey. Warte, jetzt muss ich erstmal hier den Doppeldings ausmachen, dass ich dich nicht doppelt höre. Ja, der hat mich sehr amüsiert. Also, schön. Mami, Papi! Ich hab eine Frage. Ja. Dein Bild, bist du.
Ja, und sonst? Bist du halt auch auf dem Bild? Nee, ich bin Nee. das nicht. Nee, du bist der Gürtel Ist da, ne? irgendein hübscher Typ, den habe ich mir aus dem Internet geklaut. Ach, bei Stockfoto.com, ne? Ja, so ungefähr. Hast du die Verwertungsrechte gekauft für 20.000? Ja, naja, kann man ja mal machen, ne? Muss ja nicht alles zur WWE geben.